Bevor das Zeitalter der Dämmerung für die Götter begann, forderte eine Legende ihren Platz unter ihnen. Und obwohl Kratos den Thron als neuer Kriegsgott bestieg, quälten ihn Visionen seiner Familie. Eine Familie von ihm selbst ermordet. Doch die Hände des Todes konnten ihn nicht besiegen. Die Mäuren konnten ihn nicht lenken. Und so wird nun der Mann, die Legende, Kratos, seine Rache üben. Hi, gute Wie und willkommen zum Auftakt des Endes. Oh, diese Musik, gebt sie euch. So episch. Ich hoffe, YouTube Copyright macht mir da keine Probleme rein. Ja, willkommen zu Let's Play God of War 3. Auf schwer auch natürlich. Ich will kurz vorher in die Optionen reingehen, dann können wir gleich durchstarten. Wir spielen also nun das Finale. Der God of War Geschichte, der God of War Saga. Lange Zeit war sie auf meinem Kanal Gast. 5 Spiele später, epische Schlachten später, Gefechte. Sind wir nun hier angekommen. Kratos will Rache üben an Zeus, der ihn und die Spartaner verraten hat. Und mit der Hilfe der Titanen hat er sich am Ende von God of War 2 auf den Weg zum Olymp gemacht. Dieses genial inszenierte Intro hat ja eben schon den Rest rekapitulieren lassen. Und deswegen können wir hier an dieser Stelle gleich einsteigen. Ja, schwer spielen wir. Sehr schwer, ich glaube, ich bin dafür zu schlecht. Meine Rache endet jetzt. Meine Brüder. Ein großer Sieg hat uns gestählt. Der Sieg, der den großen Krieg beendet und die Herrschaft des Olymps eingeläutet hat.
geboren aus den Tiefen der Unterwelt. Verwurzelt im Fluss der Seelen. Unser Berg entstand aus dem Chaos. Als er wuchs, so wuchs auch die Macht der Olympia. Wir schufen eine Welt des Friedens, eine Welt des Wohlstands. Eine Welt, die im Schatten und Schutz meines Berges lebt. Eines Berges, der zum ultimativen Sinnbild von Stärke und Macht wurde. Nun wird diese Macht auf eine harte Probe gestellt. Der Mensch, Kratos, will alles vernichten, was ich geschafft habe. Brüder, vergesst die Nichtigkeiten, die uns so lange entzweit haben. Wir vereinen uns, bilden eine gemeinsame Front. Und ich werde diese Laus zerquetschen. Der Olymp wird siegen. Mein Sohn ist zurückgekehrt. Ich werde den Olymp vernichten. Die Titanen werden erneut scheitern. Und so starten wir direkt durch auf Gaia. So episch inszeniert. Meine Steuerung ist jetzt mal selbstredend. Wir haben noch die Moves, die wir aus God of War 2 am Ende mitgebracht haben. Was ich noch nicht gesagt hatte, ist, ich spiele auf der PS3, nicht auf der PS4. Ich habe jetzt keinen Sinn mehr darin gefunden, noch mal die neue Version zu holen. Außerdem fehlen mir hier noch ein paar Trophäen, vielleicht gelingt es mir, die im Rahmen des Let's Play zu bekommen. Ja, also wie gesagt. Sind ja gerade Gegner hinter mir gelandet? Ich glaube schon. PS3-Version sieht auch noch sehr lecker aus. Wie Grafikuren sagen würden. Deswegen hat das jetzt auch keinen Sinn gehabt. Mal ein Magie einsetzen. Ah, ne. Ich wollte eigentlich Magie einsetzen. Geht doch. Der Titel ist auf jeden Fall sehr gut gealtert. Ich wollte es gar nicht mehr für den Nach. Ich bin auf einen Dappert. Egal. Was kann ich denn? Okay. Ich muss mal wieder in die Steuerung reinkommen. Ich
weiß schon, dass ich an Angriffen noch ausweichen kann. Alter, wie es hier im Hintergrund abgeht, ne? Das ist auf jeden Fall richtig, richtig gut gemacht und ich kann es einfach echt nicht abwarten. Sollten wir nochmal einen eigenständigen God of War-Teil kriegen. Böses Fetchen. Weg. Okay. Wie ihr sehen könnt, ist schon unser erster Bosskampf. Halt. Ab. Nein! Ich bin in den Strahl rein. Das wollte ich nicht. Ja, es geht auf jeden Fall schon heftig zur Sache. Wir sind ja dabei, den Olymp hoch zu klettern. Das war ja Kratos Ziel am Ende. Alter. Aber durch Gaias Hand gelenkt. Ah, das ist kaputt. Das kannst du nicht mehr verwenden. Hey, ich hätte ausweichen müssen. Falsche Richtung. Kratos, 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 Kratos. Sie will upside down hier. Hau ab! Falsche Richtung! Scheiße. Ey, guck mal, ich lenke in die andere Richtung, aber... Ach, verarsch mich doch halt. Warum haut denn deine in die Richtung ab, wenn dir soll? Okay, geht schon, geht schon, geht schon. Diese Kamerafahrten sind zu geil. Hau ab! Achtung, Achtung, der kommt! Das war knapp. Oder bin ich auch erwischt worden? Bin ich erwischt worden? Ich glaube nicht. Jetzt bin ich erwischt worden. Au. Da wir Peter, Dieter und sowas... Ne, da wir Peter und so haben, dann ist der Klaus. Genau, wir nennen ihn einfach Klaus. Peter und so weiter hatten wir ja schon. Halt! Hau ab! Au. Na gut, mit Magie geht es auch. Seriously, er hat mich da rausgeschleudert. Ich dachte eigentlich, ich habe Invisibility Friends bei sowas. Ah, Spezialangriff Schatten. Komm, 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 greif zu. Quick Time Event. Das Coole ist, dass diesmal zur besseren Orientierung. Auch wieder am Rand wie bei Ascension schon. Ja, du brauchst neue Zahnspange. Oder du brauchst überhaupt erstmal eine Zahnprothese. Verrecke, elende Schweinehund! Juhu! Kratos nimmt das Wellensurfen-Thema ein bisschen zu ernst. Der Olymp! Tja. Und jetzt. Die Sau, ich sag's nicht herrlich. Hab. Zoomen uns erstmal einen Weg nach oben wieder. Muss ich ja nicht nach Siegfried ausschauen. Das sagt gut. Still. Da. Hades geht auch ein bisschen reiten. Habt ihr gesehen im Hintergrund? Tja, die Götter sind uns nicht mehr wohlgesonnen. Wen aber auch nicht. Ich find's cool, wie sie halt wieder die Tutorial-artigen Sachen hier einbauen. Ei! Was kommt denn da für ein Schwein? Erklär mir noch mal bitte eine, warum sie die Urmutter ist, der Erde ist, wenn sie so schwach ist. Ja gut. Die Götter haben ja nicht umsonst in der ursprünglichen Zeitlinie, bevor wir die manipuliert hatten, den Krieg gewonnen. Die wollen schießen, die Schweine da oben. Ich kümmere mich erstmal nur mal. Ey! Ey, sag mal! Wir hatten euch erlaubt, Pingpong mit mir zu spielen. Ich wollte mich halt erst um die Bogenschützen kümmern. Bevor ich da unten rummetzle. Die Slow-Motion-Attacke. Wieder toll. Aua. Was verleucht ihn denn? Wie das bei Honest Trailer, man lernt alle möglichen Attacken, nur damit man am Ende auf Viereck, Dreieck zurückverfällt.
Warte mal. Darf ich da auch weiter? Nö. Och, nö. Jetzt sind die voll unhöflich. Ah, hier ist ja nochmal ein heiliger Gesangsfeind oder so. Nein? Kuckuck! Schau dich kaputt. Und 1, 2, 3, druff und 4 und so weiter, ne? Ah, ne. Ah ja, und hier wird uns auch wieder erklärt, wie wir sie klettern dürfen. Aber wir genießen mal kurz den Ausblick. Die Kette des Gleichgewichts. Ihre unvergleichliche Stärke sichert die Verbindung des Olymps mit der Unterwelt. Tja. Aber das wird wahrscheinlich... am Ende... dieses LPs nicht mehr der Fall sein. Gib mir Orbs. Auch irgendwie so schwachsinnig. In Ascension hat er einfach die Kisten zerdeppert und jetzt muss er sie wieder anheben. Ich meine, klar, Ascension ist halt, als letztes rausgekommen. Chronologisch betrachtet aber eigentlich der allererste Teil. Naja. So ist es halt, wenn Entwickler inkonsequent sind und bei Prequels dann schlampen. Achso, da waren wieder Bogenschützen. Ah, I see. Warum schießt du dann wieder? Das gilt nicht, das ist unfair, ne? Komm, hast du gesehen, das ist ein Juggle-Combo. Und ab in ihrem Kopf! Aber Kratos wollte früher vorsprechen bei Hamlet. Na, hat er sich auch schon mal so einen Skelettkopf mitgenommen und hat gesagt, sein oder nicht sein. Das ist hier die Frage. Ach ja. Nach diesem Let's Play war es das mit der God of War-Reihe auf dem Kanal. So groß wären die Kines. I'm the God of Hellfire, I bring you... Ach ne, doch nicht. Du bringst uns kein Fire, gell? Nein, du machst selber Fire-Techniks. Es ist, ein bisschen was hat das von Takeshis Castle früher. Da mussten die Kandidaten auch irgendwo hochklettern. Und sind dann ausgeschieden. Ah. Nur ich komme auf die Idee, dass sie mit Takeshis Castle vergleichbar. Alter! Mitten durch der Brust. Helf dir selbst, nein, Spaß. Ich komme hier noch dazu. Geil. Ei. Ich kann fliehen! I'm in Hollywood. Mal, was bist du für eine Kiste? Ah, das war ein grüner Observer. Hätte ich mir aufnehmen sollen. Egal. Und gleich gibt's wieder Schläge. Ei! Mitten auf der 12. Also der Hops, das war der Auftakt vom Ende beginnt. God of War 3 ist da. Das fulminante Finale kann also durchstarten, bei dem wir nun mit dem Olymp und auch allen anderen Widersachen abrechnen werden. Ja, es bleibt da viel zu sagen. Es ist echt cineastisch inszeniert. Sowas von epic. Ihr solltet es euch nicht entgehen lassen. Freut euch auf jeden Fall auf die nächsten Folgen. Vergesst nicht, einen Kommentar zu lassen.